Ich freue mich, dass ihr da seid. Nochmal in meinem Namen. Ich bin Adrian Seitz. Hallo. Ich freue mich, dass ihr hier auf der Wochenschau Mittwoch dabei seid. Es verfolgt heute ein cooles Highlight, das erste Highlight, der erste Live-Talk über das Thema der letzten Woche, weil wir mussten es leider verschieben, den Termin, mit unserem heutigen Gast Maurice Buckesfeld, den ich schon länger kenne, weil er ein Studienkollege von mir ist, studiert mit mir Fußballmanagement. Ich freue mich mega, dass er da ist. Und wir holen ihn jetzt rein, sozusagen virtueller. Und der Abend kann jetzt sofort starten. Hallihallo. Servus, Adrian. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum gestrigen Sieg. Danke, danke. Stell dich vielleicht erstmal ein bisschen vor, bevor wir anfangen mit dem Thema der Woche. Ja, ich bin Maurice Buckesfeld, ich bin 23 Jahre alt. Spiele aktuell beim TSV Steinbach-Halger in der Regionalliga Südwest und spiele dort Innenverteidiger. Ja. Cool, ja, genau. Wir studieren ja auch zusammen, aber wir folgen dann gleich später, vielleicht am Ende noch ein bisschen, können wir darüber reden. So, zum Thema der Woche. Es geht ja um die Weiterentwicklung von Spielern. Also die Wochenshow bildet ja immer ein Wochenthema, wo ich drüber rede und immer einen Gast habe. Heute ist es Maurice. Und genau, wie sieht bei euch vielleicht erstmal im Verein, wir gucken erstmal in den Verein rein, wie sieht da die Möglichkeit aus bei euch im Verein, bei Steinbach-Halger, da spielst du ja, und wie man sich weiterentwickeln kann, was gibt der Verein vielleicht so als Möglichkeiten? Ja, grundsätzlich haben wir durch unseren Physio Dario immer die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen, pass auf, ich habe da und da noch Schwierigkeiten. Der Trainer gibt zum Beispiel in Gesprächen mit dir vor, pass auf, Maurice, du musst schneller werden, du musst dein Passspiel verbessern. Durch diesen ständigen Austausch kannst du dir halt selber entweder selber einen Trainingsplan noch zurechtlegen, andererseits aber auch dann, wie gesagt, mit dem Dario sprechen und sagen, ja, pass auf, ich möchte da und da noch was machen. Dann entwickelt er mit dir einen Trainingsplan. Ja, und ansonsten kannst du dir auch nach dem Training immer wieder noch ein paar Jungs schnappen, weil, ja, ich denke, wir sind alle noch Fußball verrückt. Und dann schnappst du dir ein oder zwei und dann kannst du an deinen Schwächen arbeiten oder gerade auch mal das machen, worauf du Bock hast. Ja, wie sieht es bei euch aus mit Möglichkeiten Fitnessstudio? Habt ihr sowas direkt am Vereinsgelände oder was könnt ihr da nutzen? Könnt ihr es ständig nutzen, rein theoretisch rund um die Uhr? Wir haben einen Kraftraum, der ist aktuell, ich sag mal so, für 3-4 Personen ausgerichtet. Der wird aber jetzt erweitert. Da ist natürlich schön zu sehen bei uns, dass der Verein da auch uns die Möglichkeiten geben will, dass wir ja uns weiterentwickeln halt. Ja. Der wird halt ausgebaut. Sonst haben wir auch noch die Möglichkeit, eigentlich ins Fitnessstudio zu gehen. Wir haben eine Kooperation mit dem Clever Fit in Halger, wo wir eigentlich regelmäßig auch ins Fitnessstudio gehen können, um da ein bisschen Krafttraining zu machen, um nach dem Spiel nochmal ein bisschen Regeneration zu machen. Geht jetzt leider wegen Corona. Sind so unsere Möglichkeiten. Ja, ich sehe auch recht viele Leute. Ich sage auch nochmal herzlich willkommen. Und ja, dann gehen wir mal so ein bisschen als, sag jetzt mal, Max Mustermann, dich als Spieler, also nehmen wir dich mal so ein bisschen. Wie sieht es bei dir so aus? Wie entwickelst du dich in der Freizeit? Also welche Möglichkeiten nutzt du selbst? Grundsätzlich arbeite ich halt sehr viel mit unserem Physio zusammen, mit Dario. Ich habe mit einem Trainer vorher gesprochen gehabt, der sagte, gerade im Antritt müsste ich noch was machen. Da habe ich mit Dario dann einen Trainingsplan entwickelt, wo wir Schnellkraft viel trainieren und ja, nebenbei mache ich dann noch Beweglichkeit, damit ich halt beweglicher, schneller in der Hüfte werde, damit ich mich schneller drehen kann und ja.
Ja, coole Sache auf jeden Fall, dass du da so viel Energie reinsetzt, auch dich selbst weiterzuentwickeln. Für die, die jetzt auch reinkommen, ihr könnt gerne Fragen stellen. Unten auch in dieses Fragekästchen hat man einen besseren Überblick dann auch. Die würde ich dann immer angehen, wenn wir gleich mit dem Thema der Woche vorbei sind. Dann die arbeiten wir dann ab. So, ich nehme mir kurz meinen Zettel zusammen, wo ich auch meine Fragen auch nochmal notiert habe. Was hältst du denn so von Personal Training? Finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut. Gerade ein Kollege von mir, Amos Pieper von Arminia Bielefeld, habe ich immer mal wieder Austausch mit. Der sagte, dass ihm das enorm weiterbringt. Er macht das, glaube ich, zweimal die Woche mindestens. Und er sagt, es hilft ihm halt weiter. Und ich glaube auch, jede Trainingseinheit, jede Extraeinheit kann weiterhelfen, wenn man. Vor allem, wenn man dann auch immer wieder die Regenerationszeit mit in Betracht zieht. Wenn man viel trainiert, ja, immer gut, aber ja, Regeneration ist auch wichtig. So, es kommt gerade eine Frage schon mal reingeschnallt. Wir können die mal auch schon mal vielleicht reinnehmen. Ah, da gehen wir gleich später drauf ein. Da geht es mehr um dich, um deinen Verein. Da gehen wir ein bisschen später drauf ein. So, auch genau die Frage habe ich ja eben gestellt, was du vom Personal Training hältst. Was hältst du so von Mentaltraining? Und auch zum Beispiel das Thema Live-Kinetik. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Genauso wie Massage oder Fitness. Also erstmal zur Live-Kinetik, natürlich sagt mir das was, wir haben das in Aplerbeck mal gemacht. Wenn man es nicht kennt oder wenn man es noch nicht gemacht hat, ist es, sind die ersten Schritte wirklich gar nicht so einfach. Aber ich glaube wirklich, dass es einen enorm weiterbringen kann. Wie gesagt, es geht alles um Regelmäßigkeit. Deshalb ist es halt schon wichtig und schon gut. Wenn man es halt regelmäßig macht, wenn man es von einmal, denke ich, dass es nicht viel bringt. Zum Mentaltraining kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Ich denke, dass es in den oberen Bereichen schon sehr wichtig sein kann, gerade wenn man halt auch um den Aufstieg oder gegen den Abstieg spielt und da hilft es enorm, da kann es enorm auch helfen, um nochmal ein paar Prozent rauszukitzeln. Aber am Ende steht der Spieler auf dem Platz und wenn der Kopf frei ist, dann bringt er die höchste Leistung. Und zu deinem letzten Punkt von Massage und Fitness, alles in Maßen, wie gesagt, Regeneration ist sehr wichtig. Gerade wenn man Beschwerden hat und einen guten Physio hat, dann hilft es viel weiter, um wirklich den nächsten Tag wieder 100% geben zu können. Und genauso im Fitness, wie gesagt, gerade jetzt bei mir zum Beispiel mit der Schnellkraft. Wie hoch ist da die Höchstgeschwindigkeit? Das schreibt jemand im Chat. Rafa schreibt es, unser Studienkollege. Inwiefern? In deinem Profil, also nicht in FIFA, also wie du, was deine Messung nach Messung, wahrscheinlich deine Messung und Training, was deine Höchstgeschwindigkeit da mache. Gemessen werden. Ich glaube, es gibt einige Programme. Ein Mitspieler von mir, Benny Kirchhoff, der hat da ein Programm. Ich weiß aber nicht, ob da, ich denke nicht, dass da aufgelistet ist, wie schnell man ist. Ja, das Thema Live-Kinetik, das kann ich auch unterschreiben. Ich selbst, ich bin ja kein Spieler oder so, nutze es. Das bringt wirklich einen weiter. Also ich kann mir auch vorstellen, wirklich für Spieler auch im Amateurbereich können oder natürlich nicht erste Liga, zweite Liga, können es echt viel bringen, um sich nochmal weiterzuentwickeln. So. Dann habe ich auch noch die Frage, wie ernährst du dich so in deiner Freizeit? Das ist ja auch so eine Sache, wie man natürlich gut zur Weiterentwicklung nutzen kann. Ich würde sagen, ausgewogen grundsätzlich. Ich versuche mindestens 2 Tage, aktuell sind es sogar 3 Tage, vegetarisch zu essen. Das heißt wirklich auf Fleisch zu verzichten. Ansonsten ist es bei mir so, dass ich gerade in Sachen Fleisch versuchen möchte, darauf zu achten, das frisch vom Metzger zu holen, nicht irgendwas Abgepacktes zu kaufen. Klar ist es dann auch mal teurer, das Fleisch,
Aber ich denke, dass es einen halt im Endeffekt mehr Energie gibt. Und ich denke auch grundsätzlich, dass man sich keine Verbote machen sollte, sondern eher nach Geboten leben sollte. Das heißt, wenn man sagt, ich kann gar nicht ohne Fleisch leben oder ich kann auf etwas gar nicht verzichten, dann sollte man auch nicht darauf verzichten. Man sollte es nur in Maßen konsumieren und sich, wie gesagt, halt ausgewogen ernähren. Genauso finde ich, dass dieser Cheat Day immer mal wieder okay ist, aber man sollte es halt nicht übertreiben. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ja, ich würde so das letzte Thema der Weiterentwicklung von Spielern so anregen. Ich finde, wir haben ja natürlich über die Ernährung und das Spielen generell, also da können wir auch noch mal ein bisschen reden. Wie findest du das Training nebenbei? Also, dass man zum Beispiel sich den Ball schnappt zu Hause, jetzt natürlich auch in der Corona-Phase. Wie hast du dich da so also trainiert selbst? Oder was gibt es da für Möglichkeiten, dass du sagst, ich gehe irgendwo auf den Platz? Oder was hast du da genommen für Möglichkeiten? Wir haben am Anfang der Corona-Zeit, wo es noch nicht feststand, dass die Saison abgebrochen wird oder wurde, haben wir Läufe von Aplabek bekommen, die wir erfüllen mussten. Da sollten wir, ich glaube, 3 oder 4 Mal die Woche halt 10 Kilometer laufen, war halt wirklich schon irgendwo auch eintönig. Als es dann konkreter wurde mit meinem Wechsel zum TSV Steinbach-Haiger, habe ich anderen individuellen Plan bekommen vom Verein, den ich dann auch gemacht habe mit vielen Sprints, immer mal wieder mit Läufen, Intervallläufen vor allem. Und ja. Ja, dann würde ich noch so den letzten Punkt sagen, den ich finde auch ist ein wichtiger Punkt in der Weiterentwicklung von Spielern. Darum wird vielleicht manchmal auch nicht so geachtet, ist natürlich die berufliche Weiterentwicklung. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Spieler aus der zweiten Liga, Christian Strodig, der zum Beispiel nebenbei eine Dachdecker-Ausbildung gemacht hat früher. Es sind ja einige am Studieren, nebenbei studieren viele. Was hältst du davon? Was machst du aktuell? Darauf kann ich ja vielleicht mal nochmal schauen. Ich studiere nebenbei Sportmanagement mit Branchenfokus Fußball. Ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe vorher auch immer gesagt, ich möchte erst mein Abitur machen, bevor irgendwas anderes passiert. Meine Eltern haben mich dabei halt auch immer sehr unterstützt. Gesagt, auch mich immer auf den Boden geholt und gesagt, pass auf, die Schule ist mindestens genauso wichtig, weil Fußballprofi oder Fußball spielt man dann 10, 12 Jahre, wenn man im Seniorenbereich ist und danach ist es vorbei. Es kann auch sein, dass mit einem Schicksalsschlag auf einmal alles vorbei sein kann. Deswegen studiere ich halt auch nebenbei und ja, hoffe, dass mein Studium mich halt auch weiter nach vorne bringen kann dann. Genau, Plan B ist ja immer gut, weil es gibt natürlich viele in der Jugend, die ja oft gar nicht diesen Plan B haben. Vielleicht das Elternhaus dann auch sagt, push, push, push und dann am Ende stehst du voll im Nichts, wenn du dich verletzt oder so. Das, sowas sieht man ja auch nicht voraus. Genau, und was findest du vielleicht allgemein so, was Vereine auch natürlich mehr im Amateurbereich oder auch natürlich im Profibereich tun können, um Spieler weiterzuentwickeln? Also welche Möglichkeiten sie noch geben können, die vielleicht so, die es so noch nicht gibt? Ich sage, wenn man es ganz weit ausholt, kann man fast auf jeder Position einen Coach einstellen, um die Spieler individuell nochmal weiterzuentwickeln. Das sieht man gerade in der USA, finde ich, in einem anderen Sport, im Football, nochmal mehr. Die haben Offense-Coach, die haben Defense-Coach. Und ich denke schon, dass das hilfreich ist. Die Frage ist, inwiefern ist es realisierbar in Deutschland? Und einerseits sage ich dann, es ist immer gut, wenn man dann mal positionsspezifisch trainiert. Andererseits kann es halt im Fuß oder ist es im Fußball auch häufig so, dass nicht nur der Verteidiger nur verteidigt und der Stürmer nur angreift, sondern du hast halt fließende Übergänge und das ist halt im Football eher weniger, beziehungsweise du hast halt im Football klar getrennt Defense und Offense und im Fußball kann es in der nächsten Sekunde schon wieder auf Defensive und dann wieder auf Offensive gehen. Das heißt, vielleicht würden kleinere Gruppen helfen, aber grundsätzlich auch einfach immer mal wieder abwechslungsreiches Training machen, mal eine Krafteinheit einstreuen, mal auch einfach nur eine Einheit zum Spaß machen, wo man dann sagt, pass auf, heute spielen wir nur, heute machen wir nur Spielform.
dann eine Einheit Taktiktraining und dann halt wirklich von der Belastungssteuerung her das so steuern, dass 2 Tage vorm Spiel gar nichts, fast gar nichts mehr gemacht wird, nur noch wirklich ein paar taktische Sachen, einen Tag vorm Spiel dann nur kurz anschwitzen und manche Trainer mögen es, manche nicht, am Spieltag auch nur eine kurze Einheit, sodass man einmal kurz in Bewegung kommt. Ja, coole Idee auf jeden Fall mit den zusätzlichen Coaches. Vielleicht hat das eine Zukunft. Wir werden das sehen, hoffentlich. Jetzt gehen wir vom Wochenthema weg und gehen auf dich ein. Genau. Da will ich erstmal anfangen, so ein bisschen chronologisch anzufangen. Du hast ja früher in der Jugend beim BVB und bei Schalke gespielt. Wie war es für dich? Wie kamst du dahin vielleicht auch? Und wie waren die Schritte da so? Kannst du ja so ein bisschen dazu was erzählen? Also ich habe angefangen, ich glaube, mit 3 Jahren beim SC Neheim hier in meiner Heimat Fußball zu spielen. Habe dann mit meinen Freunden zusammengespielt, sind jetzt auch ein paar im Chat, deswegen Grüße erstmal raus an Jan und Marius habe ich gesehen, mit denen ich halt ja, so angefangen habe, Fußball zu zocken. Da hat man sich auf dem Soccerplatz nebenbei noch getroffen, weil man einfach ja, Spaß am Spiel hatte. Dann waren wir auf verschiedenen Turnieren, auch in Dortmund. Dann ist ja, Borussia Dortmund auf mich aufmerksam geworden, genauso auf einen Kollegen von mir, Yannick Hülsmann. Und wir sind zusammen 2006, meine ich, dann nach Borussia Dortmund gewechselt. Yannick war ein Jahr älter, das heißt, er war ein 97er-Jahrgang, ich war acht, oder bin 98er-Jahrgang. Habe dann 5 Jahre für Borussia Dortmund gespielt. Es war am Anfang so, dass unsere Eltern uns halt wirklich nur gefahren haben. Und dann, ich glaube, die letzten 2 Saisons war es so, dass wir halt vom Fahrdienst dann abgeholt wurden. Nachdem ich dann bei Dortmund war, kam es oder wurde ich halt aussortiert ein Jahr. Dann bin ich 2 Jahre, 3 Jahre sogar in Hombruch gewesen. Das hat mir Borussia Dortmund auch nahegelegt, im Ruhrgebiet zu bleiben, weil die Leistungsdichte dort einfach höher ist und man gegen bessere Gegenspieler spielt, man spielt in höheren Ligen und dann habe ich mich der Sache angenommen und bin dann im ersten B-Jugendjahr, nachdem wir eine gute Saison gespielt haben, Richtung Schalke gewechselt. Da war es so, dass die auch auf mich aufmerksam geworden sind, weil wir in einer Liga gespielt haben und dann geschaut haben, okay, der Bukesfeld ist 98er-Jahrgang, der wäre vielleicht für nächste Saison für die U17-Bundesliga was. Dort habe ich dann einen Einjahresvertrag unterschrieben, habe wirklich wunderschöne Erinnerungen mitgenommen, sei es Katar, wo wir waren, wo wir ein Turnier gespielt haben, Amsterdam, wo wir ein Turnier gespielt haben. Man hat gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt, gegen Real Madrid, gegen Paris Saint-Germain. Cool. Und dort konnte man sich dann auch noch mal weiterentwickeln, wie man dann, wenn man das noch mal aufs Thema zurückbringt. Ja, und nach einem Jahr haben sich hat sich Schalke und ich auch dazu entschieden, dass wir den Vertrag halt nicht verlängern. Hab dann die U19 Jahre beide noch in Hombruch gespielt, sind da von der Landesliga in die Westfalenliga aufgestiegen und im 2. Jahr halt knapp am Aufstieg gescheitert in die A-Junioren-Bundesliga. Und dann wurde im Dortmunder Raum halt der ASC 09 Dortmund auf mich aufmerksam, wo ich dann meine ersten Seniorenjahre gespielt habe. 3 Jahre waren das und dann ja, habe ich damals schon Kontakt auf Schalke zu einem Spielerberater gehabt, der auch bei meinem Kollegen Spielerberater ist und der sagte, ich wollte noch höher spielen, ich wollte Profi werden und habe ihn dann angefragt, ob er Lust hätte, mich dazu beraten, beziehungsweise irgendwo auch zu vermitteln. Und ja, der ist dann auf den TSV Steinbach-Haiger gekommen und ja, seit dieser Saison bin ich dann beim TSV. Genau. Und ja, wie kam auch die Entscheidung von dir aus? Also du hast ja die Entscheidung getroffen, wieso? Also
hast du halt gesagt, ich will den Profischritt machen, oder du weißt, du bist der Profi, also nicht der Profi, aber du kannst es, also du traust es dir zu, und genau, du hast ja auch schon ein paar Einsätze gehabt in der Regionalliga. Ihr spielt ja auch aktuell echt gut mit, also ihr spielt ja um den Aufstieg. Da können wir gleich ja nochmal ein bisschen drüber sprechen, genau da. Wie fühlst du dich da so wohl und so? Wie hat die Mannschaft dich da so aufgenommen? Also erstmal, wie ich zu dem Schritt gekommen bin, es war halt so, dass ich, oder es ist so, ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ich möchte immer das Beste aus mir und halt dann auch immer der Mannschaft rausholen. So kam es halt, dass ich dann gesagt habe, pass auf, ich möchte den nächsten Schritt auf jeden Fall noch gehen. Und wie gesagt, dann habe ich gesagt, mache ich das mit dem Berater, ich vertraue dem, weil, wie gesagt, ein guter Kollege von mir auch gesagt hat, dass er bei dem ist und dem man auch vertrauen kann. Und dann hat das alles so seine Bahn oder seinen Weg genommen. Und ja, und dann jetzt in Steinbach fühle ich mich sehr wohl. Ich sehe sehr viele Parallelen hier zum Sauerland. Es ist zwar noch weniger los als hier im Sauerland, aber man hat immer mal wieder Freizeit, wo man halt auch spazieren gehen kann. Man hat wirklich seine Ruhe, man kann in Ruhe arbeiten, sich in Ruhe weiterentwickeln. Und ja, wie gesagt, aktuell stehen wir gut da und es macht Spaß, Fußball zu spielen. Und ich denke, dass wir Ja. im Vordergrund noch stehen. Das glaube ich auch auf jeden Fall. Da ist ja noch viel offen bei euch auf jeden Fall, dass es dann auch noch mehr Spaß macht, weil wenn man im Aufstieg spielt, macht es ja auch mehr Spaß. Ich schaue mal auf meine Fragen. Ah ja, du hast ja auch im DFB-Pokal, habt ihr gespielt diese Saison? Genau. Ich meine auch, dass du gespielt hast. Wie war das für dich mit Fernsehen, also mit allem drum und dran? Wie war es so? Klar, ich glaube, es waren da schon Fans. Und gab es da noch die Möglichkeit mit Fans? Ich weiß es jetzt nicht, aber kannst ja noch mal dazu bisschen was sagen. Also erstmal, das war gefühlt so eine ganze Woche, wo sich dann am Stadion und alles sich so verändert hat. Auf einmal wurde der Weg grün, dann wurden alle Sponsoren im Stadion abgeklebt, dann wurden Bannen aufgestellt, dann war auf einmal das Fernsehen schon da und wir mussten einen Spot für den ARD drehen. Ja, und dann war es einfach eine Spielvorbereitung wie eigentlich jede andere auch, nur dass halt das Umfeld besonderer war. Und dann war der Spieltag und ich saß erst auf der Bank, und dann nach, ich glaube, 12 Minuten hat sich der Innenverteidiger-Kollege Michael Schüler dann verletzt. Ich habe den eben auch gesehen, deswegen schöne Grüße, Micha, und sieh zu, dass du fit wirst. Und dann sagt der Coach auf einmal, ja, Buki, mach dich warm. Und dann habe ich mich warm gemacht und dann aufs Feld und gefühlt alles außenrum war ausgeblendet. Das war ganz komisch. Also, als ob man quasi so ein Blackout hat in der Schule. Aber ja, man hat dann einfach nur noch Fußball gespielt und das gemacht, was die Mannschaft von einem erwartet. Du hast ja auch, hier steht, ich glaube, Rafa hat es geschrieben, Diekmeier, gegen Diekmeier gespielt. Also wie war es das für dich so gegen Große? Du hast natürlich in deiner Jugend schon gegen talentierte Spieler gespielt, aber jetzt spielst du ja auch wahrscheinlich gegen Altbekannte. Also ich weiß zum Beispiel, bei Kassel spielen Bundesligaspieler, ehemalige Bundesligaspieler. Wie ist das so? Also so, sag ich jetzt mal, bekannten Riesenspielern vielleicht zu spielen, die früher mal bekannt waren. Ja, erstmal war es so gegen Sandhausen halt, sei es Dennis Diekmeier, Keita Rüel, Boadus, da hat man schon im ersten Moment Respekt vor, auch wenn man jetzt noch im Nachhinein drüber redet. Aber im Spiel ist das immer weg. Also es ist wirklich, dann ist es ein Spieler genauso wie jeder andere auch. Und auch bei uns in der Mannschaft spielen ehemalige Drittligaspieler, wie Rafa Kotschor, Sören Eismann, Benny Kirchhoff, die alle schon wirklich in diesen Profiligen waren und von denen man eben extrem viel lernen kann. Und ja, dann ist es so, dass man halt wirklich auf dem Feld sagt, ja, es ist ein besonderer Spieler. Im Nachhinein schätzt man das auch noch mal mehr, aber im Spiel ist das alles aus. Man fokussiert sich auf Tunnelblick, muss ich sagen. und ja, handelt einfach.
Ja, stark auf jeden Fall, ja, als sozusagen noch junger Spieler in seiner Karriere dann halt gegen so große Spieler zu spielen und dann halt den Kopf zu haben, zu sagen, nee, ist mir sozusagen egal, ich mach mein Ding und hab sozusagen den Tunnel an. Ja, ihr spielt ja richtig stark, habe ich ja eben schon gesagt. Der Weg, Aufstieg in Fragezeichen. Ihr spielt dann, glaube ich, auch noch in der Qualifikation der Regionalliga Süd oder steigt ihr direkt auf? Also wenn, also der erste aus der Regionalliga Südwest steigt direkt auf. Ach so, okay. Aktuell sieht es gut aus, aber es sind noch so viele Spiele zu spielen. Wir haben jetzt gerade mal die Hinrunde gespielt, beziehungsweise sind noch Nachholspieltage aus der Hinrunde zu absolvieren. Zu sagen, pass auf, wir wollen, wir müssen oder irgendwie vom Aufstieg zu reden. Nein, wir stehen aktuell gut da. Ja. Wir schauen wieder aufs nächste Spiel. Auch wenn man jetzt noch nicht weiß, jetzt Mittwoch fällt es aus gegen Stuttgart. Samstag gegen VfL Aalen wird wahrscheinlich auch ausfallen. Das heißt, danach die Woche geht es dann erst wieder weiter im Endeffekt. Mit den Spielen. Ja, man schaut das nächste Spiel an, man analysiert den Gegner, man bereitet sich vor und dann spielt man das Spiel. Wie findest du so vor, klar ist leider jetzt die Zeit nicht mehr da, dass man halt vor großen Zuschauermengen spielt. Ich weiß nicht, zwischendurch war es ja auch mal möglich, vor Zuschauern zu spielen, aber in den großen Stadien, da sind ja die einen oder anderen, ich glaube, Offenbach müsste ja dabei sein und ja, da sind ja einige Vereine dabei, die Riesenstadien haben. Wie ist das so für dich, wenn du da hinkommst oder ist da auch der Tunnel an und sagst, das könnte auch der Dorfplatz sein um die Ecke so? Ja, es ist schon beeindruckend. Also gerade Offenbach, da hatten wir auch noch das Glück, vor Zuschauern zu spielen. Ich weiß nicht, wie viele damals da waren. Man kam auf jeden Fall zum Aufwärmen raus auf den Platz und da war man erstmal geflasht. Also wirklich ein Riesenstadion, Fans, die Stimmung machen. Der Platz war in einem Top-Zustand und dann pfeift der Schiedsrichter an. Und die ersten Minuten merkst du auf einmal, wir hatten die Offenbach-Fans hinter uns. Also normalerweise stehen die ja, aber Stehplätze waren ja halt leider verboten. Da waren die hinter uns und haben uns beleidigt und haben ihr Team nach vorne gepusht. Und in den ersten Minuten, da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, boah, da kriegst du schon ein bisschen Gänsehaut und irgendwie ist es halt sehr, sehr besonders. Und dann gewinnst du deinen ersten Zweikampf und kommst so langsam ins Spiel. Dann liegen wir in dem Spiel, glaube ich, lagen wir 1-0 zurück. Dann sind die Fans auf einmal noch lauter und du rennst weiter. Und dann machst du das 1-1 und das komplette Stadion ist still. Und das war so dieser Moment, wo man dann gedacht hat, geil, jetzt wird es unser Spiel. Wir haben das Spiel leider 1-1 gespielt, aber das war auch so dieses. Ab diesem Punkt hat man diesen Respekt oder diesen Respekt vor dieser Kulisse auch irgendwo ein bisschen ablegen können. Ich glaube, dass nochmal was ganz anderes ist, wenn man in Dortmund spielt vor 80.000 oder auf Schalke vor 60.000, die wirklich die ganze Zeit 90 Minuten ihr Team nach vorne pushen. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Danke so für diesen Einblick auf jeden Fall in die Spielerwelt. Wir studieren ja beide zusammen Fußballmanagement. Ich sehe auch einige von unseren Studienkollegen. Wie gefällt dir das Studium oder wie kam es dazu, dass du das studierst? Grundsätzlich war es so, dass ich studieren wollte, auch schon in der Zeit, wo ich beim ASC war. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgeklickt und bin dann zufällig sogar auf dem Studiengang gestoßen. Und ja, habe dann mich eingelesen und habe dann auch nochmal mit einem Kollegen geschrieben, der dann auch gesagt hat, dass er das studiert. Er sagte, mach das, probier das auf jeden Fall aus. Hab angefangen und es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und es gefällt mir immer noch sehr gut. Man lernt gerade so die Welt aus Manager-Sicht, aus sportlicher Leitersicht, aus Scout-Sicht, lernt man die Fußballwelt halt nochmal von komplett anderen Blickwinkeln kennen. Und genau das fasziniert mich und genau das interessiert mich und deswegen bleibe ich dran. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das macht wirklich mega Spaß. Diese Praxis ist echt toll. Ja, nochmal so ein bisschen zum Abschluss.
Was sind deine persönlichen Ziele jetzt bald? Also, du spielst jetzt bei Steinbach Haiger. Also, was denkst du? Wie entwickelst du dich weiter? Das hat man ja am besten oft im Kopf selbst. Und genau, was sind so vielleicht deine nächsten Schritte? Und ja, das kannst du ja schon mal so ein bisschen Grundsätzlich vielleicht mal angehen. würde ich sagen, verletzungsfrei, gesund bleiben, weiter Fußball einfach haben, härter arbeiten als andere, um dann sich persönlich weiterzuentwickeln. Und dann werden hoffentlich zumindest mir alle Türen offen stehen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Dann kann es passieren, dass man aufsteigt, dann kann es passieren, dass man in der Regionalliga weiter Fuß fasst. Ich denke, das sollte erstmal das Ziel sein, weiter in der Regionalliga Fuß zu fassen und auf diesem Niveau Fußball spielen zu können. Ja, und irgendwann ab 35 oder vielleicht auch älter, die einen oder anderen wie Herrn Wegmeier, den wir auch eben sagten, dann ist das Karriereende. Worauf hast du dann Lust? Also hast du da schon irgendwie so einen Plan, wo du sagst, auch durch das Studium, wo du viele Punkte erlernst, in diesem Bereich würde ich insbesondere gerne reingehen oder lässt du das noch alles aktuell auch offen? Ich habe durchs Studium schon so ein paar Einblicke bekommen, wo ich dann sage, pass auf, das interessiert mich einfach. Da werde ich auf jeden Fall dranbleiben. Dann eine Trainerausbildung in meinem FSJ, das ich damals gemacht habe, ist mir das halt auch schon sehr ans Herz gelegt worden, auch vielleicht nach dem Sport, nach der Sportkarriere auch noch Trainer zu werden. Ich denke, ich lese mir gerade so verschiedene Optionen, schreibe auf, lege mich aber noch nicht fest. Und Also ein bisschen puzzeln, puzzeln, aber noch nicht ganz den Stein zum Ende da auf jeden Fall. wie bitte? So ein bisschen wie so ein Puzzlespiel, wo du halt am Ende noch nicht ganz so das Puzzle da hast, aber du bist eigentlich fast fertig. Genau, also ich habe ein paar Wege aufgezeigt, oder aufgezeichnet, und ja, für welchen Weg ich mich dann entscheiden werde, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ja, super, das war es auf jeden Fall mit meinen Fragen. Ich gucke mal ein bisschen in die Fragen rein. Hier sind zwei zu sehen. Stelle ich gerne noch weitere Fragen. Hier kommt von Tobi: Wann kehrst du zum SC Neheim zurück? Kann ich aktuell auch zum Beispiel noch gar nicht sagen. Ich habe immer mal gesagt, dass ich mich freuen würde, wieder bei Neheim zu spielen. Mit Neheim Stadtmeister hier in Arnsberg zu werden. Und ja, es wäre halt schon schön, aber wie gesagt, wann das passieren sollte, ob das als Spieler passieren sollte, kann ich noch gar nicht sagen. Und die nächste Frage von Tobi ist, ob du schon verlängert hast für nächste Saison. Nee, ich habe aktuell noch nicht verlängert. Ich warte da auch, ich bin da sehr geduldig. Schauen, was passiert, wann der Verein, ob der Verein auf mich zukommt, und ja, zur Not werde ich mich mit meinem Berater zusammensetzen und dann die beste Lösung für mich finden. Die dritte Frage, die hier reinkommt. Moment. Oder? Oder hier steht: Grüße, wo hat er sich im Vergleich zum letzten Jahr im Abdeckbeck am meisten verbessert im Spiel? Achso, das ist wahrscheinlich einer deiner ehemaligen Spieler oder Freunde. Genau, der ist der Moritz Isensee aus Aplerbeck. Wo ich mich am meisten entwickelt habe, ich würde sagen, schon im Spielaufbau, beziehungsweise halt auch in der Persönlichkeit noch. Regionalliga-Fußball ist doch noch, also ist eine sch große Schippe mehr als Oberliga-Fußball. Und ja, dort wird noch körperlicher gespielt, da muss man noch präsenter sein, noch lauter sein, gerade auch, wie wir es eben angesprochen haben, in den Stadien. Und ich denke, da habe ich mich schon weiterentwickelt durch die Spiele, die ich bisher gemacht habe. Ich hoffe aber, dass ich mich noch weiterentwickle. Ich kann die Frage rein, ob du vorstellen kannst, bei Galatasaray zu spielen. Oh Mann. Würde ich nicht nein sagen. Aber ob das irgendwann passieren sollte, keine Ahnung. Bei welchem Spielverein würdest du gerne mal spielen? Ich könnte es mir denken, du bist ja Schalke-Fan, Leidenschaft, du hast in der Jugend gespielt. Also wenn die das Angebot machen, vielleicht kannst du da ja auch mal so deine Meinung sagen, wie du diese Leistung aktuell findest. Also
Fehlt da auch vielleicht eine Weiterentwicklung bei den Spielern zum Thema der Woche noch ein bisschen abschließend zu sagen? Also erstmal zu der ersten Frage, bei welchem Verein ich gerne mal spielen würde, könnte ich wirklich überhaupt nicht sagen. Also es gibt so viele tolle Traditionsvereine, wo man sagen kann, da ist eine Fankultur, da freut man sich, Fußball zu spielen in solchen Stadien. Meine Mutter schreibt gerade St. Pauli. Natürlich, so wunderschön. Köln, St. Pauli, Schalke, Dortmund. Ja, ich bin Schalke-Fan, aber wie gesagt, was dann passieren wird, wenn mir nur Dortmund ein Angebot machen würde, würde ich auch nicht nein sagen. Also es ist diese Schalke-Brille an sich. Ja, ich bin Fan, aber ich bin nicht. Schalke ist das Beste der Welt und alles andere ist Scheiße. Mir geht es einfach um den Spaß am Fußball. Man muss dann aber auch sehen, was passieren könnte, wo man die beste Chance hat zu spielen. Das heißt, so diesen einen Verein, wo ich sage, für den würde ich am liebsten spielen. Keine Ahnung, aber ich würde zum Beispiel gerne unter Pep Guardiola mal trainieren, weil ich glaube, dass der einen wirklich so gut machen kann. Und ja, dass er einen wirklich individuell nochmal so extrem weiterentwickeln kann. Und zu der eben Frage von mir noch, wie würdest du so die Entwicklung bei Schalke auch sehen, also mit der Weiterentwicklung von Spielern da, so zum Wochenthema? Also, was ist da deine Meinung oder wie schätzt du ein, so die Arbeit, die jetzt dieses Jahr auf jeden Fall ist, dass man auch natürlich diesen Negativlauf hat? Ich glaube, dass das ein Prozess ist, der schon länger passiert ist, wo man mehrere Chancen hatte, die Reißleine zu ziehen, zu sagen, pass auf, es geht nicht mehr und sie nicht gezogen hat. Jetzt ist es leider so, dass Schalke aktuell so weit unten steht. Ob die Spieler sich wirklich. Ich denke, die hauen sich rein. Also ich sehe Spiele, das sind immer wieder einfache Fehler, es sind immer wieder Standardsituationen, wo man dann in Rückstand gerät. Die Frage ist, hilft dann auch noch mentales Coaching? Also ja, ich denke wirklich, dass da einiges versucht wird, weil dieser Prozess einfach schon zu lange andauert und dass diese Mannschaft einfach zu heterogen ist und zu viele verschiedene Charaktere in der Mannschaft sind. Ja, das waren gute abschließende Worte. Ich sehe auch jetzt nicht, dass irgendwo noch eine Frage reinkommt. Dann würde ich dir auf jeden Fall schon mal sagen, es hat mega Spaß gemacht mit dir als ersten Gast der Wochenschau am Mittwoch. Mir auch, danke. Und hier nochmal vielleicht einen Endsatz und bedanke mich auf jeden Fall. Und euch noch einen schönen Abend. Und ja, viel Erfolg euch in Steinbach-Haiger, vielleicht auch auf den Aufstieg. Danke, ich hoffe es auch. Und wie gesagt, danke, dass ich da sein durfte, Adrian. War wirklich interessant, hat Spaß gemacht. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall die Wochenschau am Mittwoch anschauen.
Hallo Helena, gleich geht's los. Einen kleinen Moment noch, dann beginne ich gleich. Hallo Alex. So, wir beginnen gleich. Kleinen Moment noch, wir warten noch ein bisschen, bis hier ein paar Leute reinkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Schönen guten Abend, Hallihallo. Ich freue mich, dass ihr da seid. Hallo MOKG, hallo via BU. Schönen guten Abend. Gleich geht der Talk los. Wir beginnen in wenigen Minuten.